Öffnen Sie im Browser die angezeigte Webseite und ändern Sie die Auswahl von Linie zu Polygon. Anschließend kann die gewünschte Fläche durch Setzen der Eckpunkte ausgewählt werden. Wechseln Sie nun zum Reiter KML und laden Sie die KML-Datei herunter. Um die KML-Datei in eine Shape-Datei umzuwandeln, kann der angegebene Geodatenkonverter von mygeodata.cloud genutzt werden. Fügen Sie die KML-Datei hinzu und starten Sie die Konvertierung. Ist diese abgeschlossen, so kann die Shape-Datei als ZIP-Archiv auf der Festplatte gespeichert werden. Loggen Sie sich nun mit Ihren Accountdaten auf tamaportal.com ein. Mit einem Klick auf den Link zur Verwaltung des eigenen Profils gelangen Sie in den Bereich zum Hochladen der Shape-Datei. Nachdem diese ausgewählt und hochgeladen wurde, wird das vorher eingezeichnete Gebiet mit einem Klick auf Monitoring in der Karte angezeigt und die Zeitreihenanalyse startet automatisch im Hintergrund.